Okay, dann Robin ist auch nicht da. Eliando, bitte, über Gesundheit. Grüß euch. Ich finde es wunderbar, dass ihr jetzt alle noch da seid. Ich muss echt sagen, das ist einfach sackstark. Bei dem Regen, wir stehen ja alle im Regen offensichtlich, nicht nur, wenn es regnet. Und ich hoffe, ihr könnt es mir ein bisschen verstehen. Jetzt rutscht mir gerade noch mal mein Notizbuch in die Hosen rein. Das ziehe ich mir jetzt noch mal raus. Okay, gut. Ich möchte über Gesundheit reden, und zwar aus dem Grund, es gibt nämlich eine ganz wunderbare Definition von Gesundheit. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber sie ist eigentlich schon über 50 Jahre alt und ist von einer Gesellschaft, von einem privaten Zusammenschluss oder ein paar Interessensvertretern praktisch ausgegeben worden. Die Gesellschaft nennt sie WHO und gibt vor, für unsere Gesundheit zuständig zu sein. Wer es glaubt, wird selig. Aber die Definition ist gut. Und die Definition sollte man vielleicht schon kennen. Weil wenn Sie die Definition kennt, dann könnt Sie es auch umsetzen und vielleicht könnt Sie mir dabei helfen, dass wir es umsetzen. Die Definition ist, Gesundheit des Menschen ist der vollständige Zustand von einer geistig-seelischen, von einer körperlichen und von einer gemeinschaftlichen, also gesellschaftlichen Gesundheit. Erst dann ist der Zustand von Gesundheit erreicht. Der ist nicht nur erreicht, und es steht im nächsten Nachsatz drinnen, nur durch das Fehlen von körperlichen Gebrechen. Körperliche Gebrechen sehen wir halt überall, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch da jetzt niemanden, der nicht in der Familie zumindest einen Menschen hat, den es vielleicht ein bisschen schlimmer getroffen hat schon. Und wenn ich sage, schlimmer getroffen hat, dann muss ich dazu sagen, das sind einfach Umstände, die unsere Umwelt mitmachen muss, unser Erben mitmachen muss, und dementsprechend auch wir. Da ist es einfach so, da können wir etwas nicht mehr akzeptieren, wenn Ministerien, wenn Politiker, wenn Gesellschaften wie die WHO vorzugeben, zu wissen, was Gesundheit ist. Und sie schaffen es dann in 55 Jahren nicht einmal, dass irgendwas gesünder wird in dem System, sondern eigentlich ständig nur kränker und kränker. Die Zahl von Krebs, und ich kann euch sagen, ich bin vor 23 Jahren in die Heilung gegangen, in die Heilung ist jetzt uns viel gesagt. Ich habe mir eine Frage gestellt, was ist gesund? Und es ist schwierig zu beantworten, wenn man sich das selber stellen will. Was ist gesund, was ich heute mache? Was ist gesund, was ich für die Zukunft mache? Was ich mit den anderen mache? Dann kommt man sehr schnell zu einem Schluss, dass es eigentlich Sinn machen würde, wenn wir das alle gemeinsam miteinander umsetzen würden, was die WHO vorgibt, was Gesundheit sei. Und wenn wir das zum Anlass nehmen und das umsetzen probieren, wir haben dabei gar nichts zum Verlieren. Wir haben überhaupt nichts dabei zu verlieren. Das Einzige, was ich euch bitten kann, ist das, passt unglaublich auf, was ihr derzeit esst. Es gibt neue Nahrungsmittel, Zusatzstoffe, E1201. Ich würde mal danach googeln. Sie sind nicht kennzeichnungspflichtig, und damit wird für österreichische Biertrinker zum Beispiel jedes Bier gefiltert, jeder Wein gefiltert. Sämtliche Medikamente, die angeboten werden derzeit, sind mit diesem E1201 in der Abkürzung PVP oder PVPP gefüllt zur Hälfte, so wie Chicken McNuggets von McDonald's. Die Überzüge von den Medikamenten sind genau auch aus diesem Stoff, und der Stoff hat einen Sinn. Ich bin dringend auf der Suche nach Studenten, die gut Englisch kennen und eventuell der Medizinfachlichkeit auch noch gut gegenüberstehen. Ich hätte einen Haufen zum Übersetzen aus dem Amerikanischen, denn drüben haben wir derzeit eine Situation, das nennt sich Morgellonsches Syndrom oder Morgellonsche Krankheit. Und ich kann euch sagen, das ist ein ganz perfides Spiel, wo abläuft. Die Nachrichten, die derzeit verbreitet werden, die dienen uns nur dazu,
oder ihnen nur dazu, dass wir im Kopf gefangen bleiben. Und wenn wir im Kopf gefangen bleiben, dann nehmen wir genauso alle Informationen, auch die ganzen Angstfelder in uns auf und die können wir jetzt dann überhaupt nicht mehr brauchen, wir haben auch gar keine Zeit mehr dazu. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr dazu. Und ich kann es euch aus dem Grund sagen, wenn ihr wissen wollt, was die Magellansche Krankheit ist, dann kauft euch bitte morgen einen Rotwein oder einen roten Traubensaft. Nur die roten Trauben sind dazu dienlich und ihr nehmt bitte einen großen Schluck in den Mund und spült einmal den Mund für 4 bis 5 Minuten, besser 5 oder gebt euch auch 6. Es wird unglaublich pelzig im Mund. Und ihr spuckt bitte den roten Traubensaft oder den Rotwein dann in ein weißes Teller rein oder in ein Porzellanteller und schaut mal, ob da Pünktchen oder vielleicht größere Gebilde, eventuell sogar Würmer drinnen sind. Diese Gebilde sind also bereits Zusammenrottungen von Aerosol, Nanopartikeln, die seit 2011 ausgesprüht werden. Und die Nanopartikel haben einen bestimmten Grund, einen bestimmten Sinn. Sie machen zwar keinen Sinn für uns, und ich kann euch sagen, wir haben es alle. Es gibt kein Tier mehr, es gibt keine Pflanzen mehr und es gibt keinen Menschen mehr, der es nicht in sich tragt. Und es hat einen Sinn. Kommt auf den Sinn drauf und ich sage euch auch, lasst euch keine Angst machen von dem. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze auszuleiten. Es gibt eine Möglichkeit, den Körper zu reinigen, Parasitenkuren zu machen, Nierenkuren zu machen, Leberreinigungen zu machen. Ernährt euch gesund und bitte lasst den Zucker weg, lasst das ganze Mehl weg, esst Gemüse, nehmt, wie die Phyllis das zuerst zuvor so schön gesagt hat, den Moringa-Baum und kauft euch das Moringa-Pulver. Es ist wirklich sagenhaft. Ich bin dabei jetzt gerade, das Ganze in einem Buch zusammenzuschreiben und die ganzen amerikanischen Schriftstücke übersetzen zu lassen. Es ist so viel geforscht worden in den letzten Jahren, aber es ist wirklich ein ganz perfides Spiel. Wir müssen unbedingt was tun für uns selber und für unsere Nachbarn. Gebt es weiter, aber forscht zuerst einmal. Nehmt zuerst einmal den Schluck Rotwein oder den roten Traubensaft und macht die Spülung, weil ich sage euch, wenn ihr seht, was da drinnen schwimmt, dann tat's was. Davor tat es nämlich nichts. Davor tat man nämlich alle nichts. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt seit 23 Jahren eben, wie gesagt, mit austherapierten Patienten zusammen. Und das Schöne, was ich dabei erleben darf, es ist nicht so, dass da jeder bleiben kann. Und es ist auch nicht so, dass da jeder bleiben will. Aber es gibt viele, die wollen bleiben. Und das ist so fantastisch, wenn du so einen Menschen in die Augen schauen darfst und wenn du alles gegeben hast dafür, dass der auch wieder gesund wird. Und da gibt es Möglichkeiten, die findet man aber nur in der Natur. Die findet es nie in der Chemie. Also egal wie sie alle heißen, Novartis, Merck, BASF oder Bayer oder egal wir. Lasst euch bitte nicht anlegen. Die sind noch nie da gewesen für die Gesundheit. Es geht um Umsatz. Nur, das Spiel ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es eigentlich auch nicht mehr um Umsatz geht. Sie wissen ganz genau, dass sie uns gar nicht mehr brauchen. Und wenn Leute zu viel nachdenken anfangen und vielleicht sich Lösungen noch einbilden, Lösungen machen zu wollen, dann ist es gescheiter, man tut sie weg. Das könnte auch sein. Aber jetzt machen wir es nicht ganz so tragisch. Wir lassen uns gar nicht weg, dann wir fangen jetzt einfach an nachdenken und zu handeln. Und wenn wir das machen, dann kommen wir sehr schnell drauf, dass wir das nicht selber alleine machen können. Unmöglich. Gesundheit, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft bilden. Ohne Gemeinschaft haben wir gar keine Chance. Wir können uns nicht selber weiter vermehren alleinig. Dazu braucht es aber schon einen Mann und eine Frau. Und mit ganz wenigen geht das auch nicht, weil das ergibt Inzucht. Also das Einzige, was wir dann jetzt tun können, ist das, dass wir uns einmal zusammenschließen. Und da bitte ich euch jetzt dann wirklich alle, jetzt kommt einmal runter zu dem Herz, das haben wir nämlich speziell heute aufgelegt. Alle, wo ein zweites Feuerzeug eingesteckt haben, die könnten vielleicht eins weitergeben.
jetzt entzünden wir mal das Herz und ich hoffe, es funktioniert. Wir laden erst einmal den Regen aus, aber wir machen das Spiel jetzt einfach einmal miteinander. Wir müssen erfahren, dass wir im Miteinander ganz stark sind. Und das erfahren wir durch das, dass wir ein Licht in uns, das jeder in sich trägt, dass wir das bereit sein können anzuzünden und an jeden einfach weiter schenken. Vergesst Umsatz. Machen wir nicht das gleiche Spiel, sondern schenken wir uns. Es hat jetzt derzeit gar keiner mehr was zum Verlieren. Denn das, was wir jetzt derzeit Geld nennen, das hört sowieso in Kürze auf. Da werden wir nachher draufgekommen sein, dass Schenken viel schöner ist. Und aus einem Schuldgeld heraus können wir nie reich werden. Nur da drinnen, im Herzen. Da können wir reich sein. Und das probieren wir, indem wir es nämlich nicht nur uns schenken, denn ich weiß schon, die einen sagen, Party, es bringt uns aber nicht weiter. Wir brauchen sie nicht beschimpfen, die sind selber machtlos, die haben keine Information. Die sind so abtrennt von der Information, von wichtiger Information, die sind nur mehr beeinflusst. Denen geht es nicht anders wie uns da herum. Die sind einfach nur handlungsunfähig, weil sie nicht wissen, was machen. Die Berater sind die Falschen. Also gehen wir her, stehen wir zusammen und machen wir es einfach miteinander. Setzen wir das um, was Gesundheit ist. Ein Zustand des vollständigen geistig-seelischen, also da drinnen muss der Funke sein, da drinnen gibt es einen heilenden Geist, irgendwas, was heilsam ist, findet man immer, irgendwas, was sympathisch ist, im anderen findet man immer, irgendwas, was uns zur Lösung bringt, das findet man immer. Ein Körper, ja, da müssen wir ein bisschen mehr tun. Vielleicht schauen wir uns in der Umwelt das an, ich bin ein Bergler. Ich habe es irre leicht, ich kann ein paar Meter aufgehen und bin schon in der Natur. Es müsste vielleicht ein bisschen weitergehen. Aber geht's, wenn es euch nicht gut geht, innerlich, wenn ihr einen Streit gehabt habt mit dem Partner oder mit der Partnerin, ganz egal, geht's weg und sagt, tut mir leid, ich bin gerade emotional, ich gehe jetzt dann aus wie spazieren. Und wenn ich zurückkomme, dann bin ich wieder gut drauf und dann reden wir drüber. Okay? Und in der Handlung kann ich euch sagen, ist es ganz, ganz was Einfaches. Ich bin über die Hypnose und über die Quantenheilung einen Schritt weitergegangen und habe gesehen, dass es nichts bringt, wenn man einem kranken Menschen, der schon keine Energie mehr hat, noch sagen, stell dir bitte eine rosarote Flamme vor oder sonst irgendwas. Weißt, der ganze spirituelle Scheißdreck, wo heute kursiert. Wir müssen so zusammenstehen, wir müssen uns einhängen und müssen sagen, komm, wir lassen dich nicht fallen. Ganz egal, was du hast, wir unterstützen dich dabei. Wenn das passiert, dann fühlt sich derjenige Mensch getragen und das muss er. Weil nur wenn er loslassen kann, kann er auch von der Krankheit loslassen. Und wenn er die dementsprechenden gesunden Stoffe zu sich bringt, achtet auf eins, esst bitter, was geht. Bitter, bitter, bitter. Denn bitter löst immer süß auf. Und Zucker haben wir alle zu viel in uns drinnen. Das ist genau der Nährstoff für Krankheit. Wenn Sie bitter essen, dann schwarzt euch das Ganze aus. Das ist am Anfang nicht angenehm, ich sag's euch gleich. Und Parasitenkuren, die bringen alle Stoffwechselprodukte von allen Viren, von allen Bakterien, von allen Verpilzungen sofort aus. Das dauert. Zuerst einmal 3 Wochen Parasitenkur machen, 3 Wochen Nieren reinigen, eine Leberreinigung und dann beginnt das Spiel immer wieder von Nein. Denn die hören derzeit nicht zum Sprühen auf, da könnt ihr euch sicher sein. Die lassen uns mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand fahren. Und ob wir da jetzt dann aussteigen oder nicht, ist unsere Entscheidung. Und wenn wir es gefunden haben, wie es geht, dann erzählen wir es weiter. Und dann geben wir auch einer da oben die Möglichkeit, dass zu uns heimkommen können, auf einen Kaffee und auf einen Kuchen. Ja? Dass wir uns das ausreden mögen. Aber da ist keiner besser und da ist keiner schlechter in dem Staat. Das ist wichtig. Da ist keiner besser und keiner schlechter. Und wir haben alle irgendwas zum Erledigen in uns. Das ist auf jeden Fall klar. Aber nicht alleine bitte. Miteinander. Dankeschön fürs Anzünden vom Herzl. Hat nicht ganz so funktioniert, aber wir nehmen die Kerzen das nächste Mal dann wieder mit und nachher irgendwann haben wir trockene Sachen und passt das schon. Ich habe ein paar Flyer vorbereitet, die gebe ich euch jetzt mal in die Runde, vielleicht steckt es euch ein.
Wer es sonst einfach nur merken will, naturmedizin.gmx.at, da können wir uns gemeinsam einmal zumindest einmal kennenlernen. Ich hole mir mal die Informationen von einer. Ihr sagt mir, ich wollte ein bisschen mehr wissen und ich schicke euch was zu. Die Informationen sind immer gratis und ich gebe es bitte auch weiter, wenn es euch als logisch erscheint. Wenn ihr unheilbare Kranke in der Familie oder im Freundeskreis habt, dann bitte reagiert und gebt ihnen zumindest den Zettel weiter. Ich erzähle euch jetzt noch ganz kurz von meinem letzten Krebspatienten, den ich jetzt vor 5,5 Wochen reingekriegt habe. Und der Bursch, der ist der Hammer, ich sag's euch. Der ist gekommen, links und rechts gestützt und hat echt nicht mehr gescheit gehen können nach der dritten Chemo. 25 Jahre alt und hat sich geweigert, die vierte anzufangen, weil die dritte nicht angesprochen hat. Und er war so am Zahnfleisch und ich habe jetzt wirklich, ich weiß nicht, 30, 40 Menschen begleitet in den Tod. Und ich kann euch sagen, das ist auch wichtig, dass wir da genau hinschauen. Auch der tut nicht weh. Das ist nur eine Vorstellung. Alle schlafen mit einem ganz sanften Gesicht ein. Aber hoffentlich schmerzfrei und hoffentlich getragen von uns alle. Und der Bursch mit 25 Jahren, das ist unglaublich. Wenn man das sieht, was da passiert, da wird er aufgegeben von den Ärzten mit einem T-Zell-Lymphom und hat eine Stauung am linken Fuß und es braucht, ich weiß jetzt nicht, es waren 5 Tage, dann war der Babyflaum da. Wie ein Babyflaum war der Kopf wieder bedeckt mit ganz feinen Haaren. Eine Woche später waren die Haare ungefähr 6 mm oder 7 mm lang und sie waren schwarz. Und er hat sie wieder im Spiegel wieder anschauen können. Und er hat nachher einfach Heilmittel dazu gekriegt aus der Natur, die ich versuche selber herzustellen, zu pflücken. Wenn ich die Zutaten nicht kriege, wie es bei ein paar Sachen sind, die sind einfach so heilsam. Die kommen teilweise aus Amerika, das ist der Kreosotbusch, das ist unglaublich, wenn man sich da damit einen Tee macht, da sprechen 8